Dr. Kite Loop hört man auch schon angefahren kommen. Moin! Dein Auto hört sich echt gut an. Ja, und der Panzer. Oh, ist das gut? Ja. Ja, ja. Vielleicht Menschen geht's immer gut. Ja, also läuft's richtig gut bei dir. Ja. Ja, cool. Was macht der Ellbogen? Geht voran mit dem Arm. Also es heute tut es wieder ein bisschen mehr weh, aber das war beim letzten Mal nach der Behandlung auch so, das war ja ganz okay. Normal. Auf dieses Video habe ich mich ganz besonders gefreut, und zwar ist Florian zu Besuch. Florian ist ja schon vor kurzem mal in einer YouTube-Folge aufgetaucht als Dr. Kite Loop, habe ich da reingeschrieben. Florian ist Orthopäde, er ist der Arzt der Bremerhavener Eishockeymannschaft, die mittlerweile in der DEL spielt. Kitet seit wie vielen Jahren? 2007 so richtig. Ja. Und ja. Und er ist mit Boots unterwegs und hat zu mir während einer Behandlung gesagt, dass er aus Sicht eines Arztes Boots empfehlen würde. Und dann habe ich gedacht, ey, könntest du mir das mal von der Kamera erklären? Und Florian hat direkt gesagt, ja, können wir machen. Und auf jeden Fall. Das ist jetzt das Video, was daraus entsteht. Ja, also allen voran muss man sagen, Leute, fahrt mit dem, womit ihr euch wohlfühlt. Also Boots sind orthopädisch sinnvoll, aber sicher nicht für jedermann. Für Anfänger sind Boots garantiert nicht geeignet. Du hast es ja selber schon gemerkt, du bist auch mit Boots mal fast abgesoffen. Ja, genau. Das Gleiche ist mir auch schon passiert. Ja. Man kommt halt nicht aus den Straps oder aus den Boots raus. Und manchmal sind die Schnürsenkel unter der Ferse verklemmt. Wenn man Boots mit Schnürsenkeln fährt, dann hängt man da auch drin und dann ballert es richtig. Und man kennt den Spot in Bremen. Ja. Der Schirm steht schon über Land. Man treibt irgendwie auf die Steinkante zu und kommt aus den Boots nicht raus. Und dann überlegt man sich, wenn ich jetzt den Schirm auslöse, dann schmiert er auch ab und landet in der ominösen Dusche. Ja. Die zeitweise schon abgerissen war. Ja. Also in Bremen sind schon einige echt in die Dusche reingeknallt und haben die abgerissen, beziehungsweise mit zum Parkplatz mitgenommen mit ihren Leinen. Und ja, stimmt tatsächlich. Also ich habe auch schon mal in anderen Videos erwähnt, dass ich selbst persönlich Boots richtig geil finde, von den Fahreigenschaften und wie sich das Ganze dann auf dem Wasser verhält. Ich aber einmal fast hops gegangen bin, weil ich Boots anhatte und in einer Notsituation nicht rausgekommen bin. Und seit dahin habe ich echt Respekt, die Dinger zu tragen. Die Alternative zu Boots sind Pads. Ich habe den Unterschied zwischen Boots und Pads bereits in einem anderen Video schon mal erklärt. Ein Link dazu packe ich in die Videobeschreibung von diesem Video. Das könnt ihr euch gerne als Ergänzung anschauen. Aber zurück zum Thema. Du sagst, aus orthopädischer Sicht sind Boots durchaus sinnvoll. Und wir wollen auch mal sagen, du selber fährst ja auch mit Boots. Ja. Also ich bin zu Boots gekommen, weil ich damals keine Straps gefunden habe, die mir gepasst haben. Also insbesondere, wenn ich versucht habe, mich anhuckt rauszuhauen, bin ich immer mit irgendeinem Fuß aus der Bindung geflogen und hatte danach ein dickes Sprunggelenk, weil es über den anderen Fuß drüber gependelt ist und ich mir irgendein Band zerschossen habe. So bin ich zu den Boots gekommen und wahrscheinlich für mich auch viel zu früh. Mhm. Warum ist das orthopädisch sinnvoll? Wir fangen einmal mit ein bisschen Orthopädie-Theorie an. Jedes Gelenk hat Freiheitsgrade, das heißt Bewegungen, die man durchführen kann. Also angefangen mit einem Scharniergelenk, das kann nur beugen und strecken. Und das ist zum Beispiel unser Knie, jetzt vereinfacht dargestellt. Das gleiche macht das Sprunggelenk, zumindest das obere. Das untere kann so eine Kippbewegung machen, die brauchen wir beim Kiten aber nicht so richtig. Und unser Hüftgelenk hat quasi unendlich viele Freiheitsgrade, weil es in jede Richtung drehen kann und beugen kann und strecken kann und zur Seite gehen kann und so weiter und so fort. Und je mehr ich Gelenke in ihrem Bewegungsgrad einschränke, desto sicherer sind sie. Mhm. Also beispielsweise, wenn ich in den Straps stehe, kann ich mein Sprunggelenk beugen. Das kann man jetzt auf dem Video nicht sehen. Wir können das ja gerne mal einfach mal zeigen. Ja. Ich hole mal ein Board mit Pads. Einmal zur Demonstration, welche Bewegungen wir beim Kiten durchführen können. Also wir können im Sprunggelenk beugen und strecken natürlich. Dann bewegen wir gleichzeitig unser Knie mit und gehen nach vorne und nach hinten. Gleichzeitig muss, wenn man im Trapez steht, die Hüfte natürlich auch mitbewegen, weil man ja den Zug des Schirms ausgleichen muss. Jetzt kann mein Sprunggelenk aber auch noch eine Drehbewegung ausführen, um beispielsweise die Kante besser ins Wasser pressen zu können oder um stabiler zu stehen. Damit bringe ich Stress auf meine Seitenbänder im Knie, dadurch bringe ich Stress auf meine Hüfte. Ganz viele Kiter kommen zu mir und sagen, Flo,
ich habe Hüftprobleme, dann sage ich, was für eine Bindung fährst du, wie stellst du deine Bindung ein, was kann man da optimieren, welches Trapez fährst du, spielt auch eine Rolle. Das sind die Bewegungen, die man durchführen kann. Jetzt fliegt man, nur noch mal um das Verletzungsrisiko darzustellen, man fliegt aus der Bindung raus und dreht über die Bindung raus und dann sind die Bänder des Knies oder des Sprunggelenks oder die Adduktoren der Hüfte kaputt. Mhm. Das würde ja bedeuten, also grundsätzlich kann man ja mal sagen, dass wenn sich der Fuß aus einem Pad löst, dann sollte man auch versuchen, sofort den zweiten Fuß rauszubekommen, noch bevor man landet halt, ne? Ich stelle euch dazu ein Bild rein, oder zwei Bilder, wo das gut dargestellt ist, wie man das dann richtig macht. So, jetzt das Beispiel mit Boots. Also mit meinen Boots, zugegebenermaßen die guten alten abgerockten North Pop Boots, die zum Glück diese Saison noch ausgetauscht werden können. Beugen und strecken, weil sie mittlerweile weich sind, geben aber durch den höheren Schaft mehr Stabilität im Sprunggelenk. Das heißt, dieses seitlich Verkippen ist nur noch schwer möglich. Das heißt, meine Sprunggelenksbänder sind geschützt. So, dadurch, dass ich nicht meinen Fuß verdrehen kann, kriege ich auch keinen Druck auf die Seitenbänder im Knie. Meine Menisken sind geschützt, meine Kreuzbänder sind geschützt und meine Seitenbänder sind geschützt. Ich kann immer noch die Beugebewegung im Knie machen und die Beugebewegung in der Hüfte und reduziere dadurch meine Freiheitsgrade in meinen Gelenken. Das bedeutet, der erste Freiheitsgrad, den ich habe, ist nur das Beugen. Beispielsweise mein Zeigefinger kann beugen und strecken, kann aber nicht viel mehr. Wenn ich jetzt mein Knie angucke, ist es ziemlich genau das, rein von der Theorie her. Das gleiche macht das obere Sprunggelenk, das kann auch nur beugen und strecken. Das untere Sprunggelenk kann so eine Rollbewegung machen, die brauchen wir beim Kiten eher weniger. Also das ist eher so das, wo man umknickt. Genau. Ja. Das Umknicken so klassische ist diese Bänderriss Rollbewegung eigentlich. Im unteren, genau. Ja. Und dann zerschießt du dir das Außenband. Kann ich ja. In den Boots nicht. Ja. Und wenn wir uns jetzt die Hüfte angucken, die Hüfte, jetzt stehe ich fest in den Boots, ja. Kann dann aussteigen, kann beugen, strecken, ja. Also ja. Ein Freiheitsgrad, kann zur Seite und wieder ran, zweiter Freiheitsgrad und kann diese Drehbewegung durchführen, dritter Freiheitsgrad. Und da ich das auch kombinieren kann, habe ich letztendlich unendlich viele Freiheitsgrade, die ich alle zu einer Verletzung führen können. Okay, und das ist bei Boots verringert oder ausgeschlossen verringert? Aufgehoben. Aufgehoben. Ich kann, wenn ich in dem Boot stehe, ja. Kann ich nicht mehr drehen. Also ich kann ein bisschen das machen, aber da komme ich nicht weiter als das, sodass meine Hüfte geschützt ist. Mhm. Verletzungsrisiko für die Bänder, wenn man sich jetzt die Pros im Video anguckt, warum fahren die mit diesen Knieschonern oder diesen genau, diese Orthesen, ja. Ist, weil die Schläge hier reinbekommen, wenn sie irgendwo gegenfahren, zum Beispiel auf Rails, oder aber wenn sie bei Unhook-Tricks mit der Kante einschlagen. Jetzt würde ich gerne wissen, was du gerade eben angesprochen hast mit den Orthesen. Ja. Für mich ist es halt einfach so, von der reinen Logik, beim Aufschlag auf dem Wasser, wenn ich Pads anhabe, gerade bei einer Rückenlandung, aber auch bei einer Bauchlandung, komme ich sehr schnell aus den Pads raus. Das bedeutet, ja. Die Energie geht verloren. Weil so ein Brett, wenn das im Wasser richtig einschlägt, das bremst schon ja. Ganz gut. Ja. Bei Boots komme ich nicht raus. Und ich sage halt auch immer zu Kunden, die mit mir über Boots und Pads sprechen, dann sage ich halt, ey, die Energie muss irgendwo hin und die Energie wird in den Körper geführt. Ja. Und da hatte ich so den Gedanken, dass diese Aufschläge auch zu diesen Knieverletzungen führen, die dazu führen, dass die Leute Orthesen tragen beim Kiten. Genau richtig. Jetzt kommt aber das, warum Boots nichts für Anfänger sind. Natürlich fällt man als Anfänger hin, man fällt mal über die Zehenkante, man fällt über die Fersenkante, man liegt ständig im Wasser. Ja. Wenn du jetzt dich rausschießt und du schlägst ein, kannst du, wenn du Straps hast, das Board von den Füßen kicken und genau. Nur noch auf deinen Füßen landen. Ja. Dadurch ist die Fläche klein und das Verletzungsrisiko ist gering. Genau, ja. Wenn du Boots anhast, kriegst du das Board logischerweise nicht weg und landest unweigerlich auf deiner Riesenplanke ja. Und musst das alles über deinen Körper wegfedern an Energie. Mhm. Das ist das, wenn man gerade auf dem Brett landet. Das heißt, du kriegst immer mehr Energie ab, aber durch die verringerten Freiheitsgrade kannst du es, wenn du muskulär gut bist, abfangen. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Problem,
der Boots, wenn du auf der Kante einschlägst, am besten noch anhuckt oder auf der und dann noch im S-Band auf der Fersenkante oder so, ja, dann überträgt sich diese ganze Energie auf den restlichen Körper, weil dein Board bleibt stehen, der Schirm zieht aber in die andere Richtung. Ja. Dein Sprunggelenk ist fest, kann keine Energie aufnehmen. Dein Knie ist fest, kann keine Energie aufnehmen, es sei denn, du reißt dir das Kreuzband weg. Deine Hüfte ist fest, kann keine Energie aufnehmen, also geht alles auf den Rücken. Ja. Und wer das schon mal ausprobiert hat, also ich habe schon gehabt, dass es in den Füßen gekribbelt hat, weil es so einmal gestreckt hat. Ja. Und das sind die gefährlichen Sachen. Ja, also würdest du sagen, dass das Boots eher für den Rücken, bei Aufschlägen sind Boots auf dem Rücken eher schädlich als für Knie oder kann man das gar nicht so sagen? Wenn du auf der Kante aufschlägst mit dem Brett, geht's alles auf den Rücken. Mhm. Und jetzt hatte ich auch noch nicht verstanden, wo, du sagst ja schon, dass die Energie durchs Knie durchgeht. Jetzt habe ich nicht verstanden, wie es zu diesen Knieverletzungen kommt. Also weil mein Gedanke ist, dass ich schneller mein Knie verletze, wenn wir jetzt mal Knöchel außen vor nehmen. Das ist fixiert im Boots, es ist vollkommen klar, dass da nichts passiert, weil die Dinger sind fest wie Snowboardschuhe. Ja. Also da kann eigentlich nichts passieren. Mein Gedanke ist immer, dass die Energie beim Aufschlag deutlich höher ist als mit Pads. Und wenn wir jetzt einfach mal nicht über Knöchel sprechen, würde ich sagen, dass das Verletzungsrisiko und die Belastung für den Körper bei einem Aufschlag mit Boots um einiges höher ist als mit Pads. Die Energie ist die gleiche, aber die Energieübertragung ist eine andere. Und das Gefährliche für dein Knie sind diese Scherbewegungen, wo sich die Oberschenkelrolle über deinen Unterschenkelknochen wegschiebt. Das hast du zum Beispiel, wenn das Board stehen bleibt und du fällst nach unten runter. Oder der Fußballspieler. Oder kannst du mal kurz die Bewegung mit deinem Knie zeigen? Das würde ich gerne, weil das habe ich jetzt gerade nicht vom Kopf nicht verarbeiten können. Okay. Dein Fuß ist fest und bleibt stehen und du schiebst über dieses Knie weg. Also du schiebst den Unterschenkel entweder nach vorne oder haust ihn dir nach hinten rein. Ja. Und dein Oberschenkel bleibt quasi in der Position. Also das ist wie so eine Scherbewegung im Prinzip. Okay. Und dabei geht das Kreuzband kaputt. Okay. Und das sind dann Aufschläge frontal, kann man das sagen? Kommt drauf an, wenn du rückwärts einschlägst, ist das hintere Kreuzband. Wenn du vorwärts einschlägst, ist das vordere Kreuzband, das da Schaden nimmt. Mhm. Also ich möchte wirklich nochmal betonen, fahrt mit dem, womit ihr euch wohlfühlt. Und das meiste Verletzungsrisiko beim Kiten kommt nicht durch das Problem Boots oder Straps oder Strapless oder wie auch immer, sondern kommt daher, dass das Equipment schlecht eingestellt ist. Wenn ihr euch im Shop ein Board kauft und da sind Pads vormontiert, überlegt euch einmal, passen die zu mir? Weil Dorian ist kleiner als ich wiege fast das Doppelte. Aber ich habe breitere Schultern und dickere Arme. Auf jeden Fall. Du packst ja auch den ganzen Tag Kisten. Ich habe ein schwarzes T-Shirt, deswegen das kaschiert so, aber... Wir brauchen aber nicht nachmessen, Nein, also das können gut. wir aber so stehen lassen.